Eine kleine Marke aus Deutschland, von der ich bereits einige Füller vorstellte. Hallo, mein Name ist Christian und dies ist Writing Delight. Hier ist das Schreibset Imperius von Hörner. Und wir wollen uns dieses Set einmal genau anschauen. Natürlich vor allem den Füller, aber wir werfen einen Blick auf alle Stifte. Und zwar kommt dieses Set in der üblichen Box von Hörner, also die bedruckte Umverpackung und die darin enthaltene Klappbox. Die Stifte sind natürlich auch einzeln erhältlich, aber eben auch als Set. Und dieses besteht aus Rollerball, Kugelschreiber und Füller. Diese Stifte sind aus Ebenholz gefertigt und damit absolut hochwertig. Sie besitzen Zierelemente, welche schwarz glänzend sind. Beim Füller sind dies der Clip und der Zierring. Kappenspitze und Schaftende laufen leicht spitz zu. Die Kappe ist geschraubt und kann mit knapp 2 Umdrehungen abgenommen werden. Darunter haben wir die schwarze metallene Griffzone und die schwarze Feder. Der Füller ist ein Patronenfüllhalter. Die im Rollerball eingesetzte Mine ist eine Eigenmarke in M. Im Kugelschreiber ist ebenfalls eine Hörnermine in Strichbreite M eingesetzt. Hier in der Nahaufnahme sieht man hervorragend die Maserung des Holzes. Es ist Echtholz, daher ist hier jeder Stift ein wenig anders. Allen gemein ist aber, dass die Stifte dunkel sind. Hier in der Nahaufnahme fällt dies etwas heller aus, weil sie so stark ausgeleuchtet sind. Auch die Gravur im Zierring sieht man so ausgezeichnet. Eine feine Arbeit. Mehr ein rauer Schriftzug in einer glatten Oberfläche. Dies wirkt nicht nur in der Nahaufnahme gut. Und natürlich die Feder. Hier ist der für Hörner typische Phönix schön eingraviert. Der silberfarbene Phönix sticht toll auf der schwarzen Feder hervor. Die Verzierung ist sehr fein ausgeführt. Der Stift liegt auch angenehm in der Hand. Er ist lang genug für große Hände, aber nicht zu schwer. Die Kappe lässt sich theoretisch hinten aufstecken, aber ich würde das hier nur ungern tun, denn ich hätte Angst, die seidenmatte Oberfläche zu beschädigen. Seien es richtige Kratzer oder einfach glatte Stellen, die ebenfalls auffallen würden. In der Schreibprobe gibt sich der Hörner sehr angenehm. Eine gut schreibende Feder mit leichtem Feedback. Es handelt sich hierbei übrigens um eine M-Feder. Die Feder gleitet gut über das Papier mit leichtem Feedback. Die Feder ist eher starr, mit nur leichter Linienvarianz bei starkem Druck. Aber das ist auch typisch für Hörner. Eingefüllt ist die Tinte roher und klingender Kastanienbraun. Alles in allem ist es ein sehr angenehmes Schreibverhalten und man kann damit problemlos auch lange Texte schreiben. Auch der Kugelschreiber und Rollerball schreiben gut. Einmal zum Größenvergleich. Wir haben ihn hier mit einem Visconti Homo sapiens, einem Waldmann Commander, einem Pelikan M800 Blue Blue, einem Diplomat Elox und einem Lamy Safari. Und hier fällt der Füller von der Länge nicht auf. Er passt ausgezeichnet in den Vergleich. In einem zweiten Vergleich ist er hier mit einem Navalur Schulkill, einem Diplomat Skyline, einem Städtler Initium Curium, einem Cross RTX und einem Otto Hood Design 04.
Alles in allem ein schöner Füller. Die Form ist eine eher klassische Füllerform. Klassisch, aber immer noch ansprechend. Und in dem seitenmatten dunklen Farbton mit dunklen, glänzenden Zielelementen wirkt der Stift sehr hochwertig. Und die Verarbeitung ist auch einwandfrei. Gerade die Haptik des Imperius ist sehr angenehm. Die seitenmatte Oberfläche des Holzes fasse ich gern an. Er vermittelt eine gewisse Wärme. Erst recht im Vergleich zu Stiften aus Kunststoff oder Metall. Einigen wird sicher die Metallgriffzone nicht gefallen. Ich habe damit keine Probleme. Sie ist für meine Finger groß genug und ich komme nicht wirklich auf das Gewinde. Der Stift wirkt edel in seinem dunklen Erscheinen, aber eben nicht nur der Füller. Der Rollerball ist mit aufgesetzter Kappe identisch. Das kann zur Verwechslung führen. Erst nach dem Öffnen der Kappe ist es klar, welchen Stift man nun genau genommen hat. Oder man hat ein Stiftetui und eine feste Ordnung da drin. Der Kugelschreiber ist zum Drehen und damit natürlich deutlich zu unterscheiden. Alle Stifte sind hochwertig verarbeitet. Nicht nur mit sehr feinen Gravuren auf der Feder und dem Zierring. Es sind Stifte, die nicht von einer der großen Marken stammen. Aber sie könnten es. Es sind gute Stifte. Vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, das kleine Review hat euch gefallen. Und vielen Dank an die Firma Hörner für die Testmuster. Bis zum nächsten Mal.